Evolution. Was geht ab, meine Duellanten? Heute zeige ich euch mein Serre 8800 Puls Decks. Einmal haben wir hier das Deck mit Stromberg. Stromberg ist die beste Feldkarte, um sich zu schützen und Monster aufs Feld zu kriegen. 8800 Puls. Dieser Effekt, also diese Fähigkeit wird nur aktiviert, wenn ihr ein Level 4 Monster mit denselben Stats hat, also mit 1500 ATK und Death. Zack, zum Beispiel die Vil und Prisma haben wir da. Den habe ich reingebaut, weil er auch ein Empfängermonster ist und einen sehr guten Effekt hat halt, ne? Dann, weil es ein Stromberg-Deck ist, darf auch gleich der Phantomvogel auf jeden Fall nicht fehlen. Zerstört Backrow und der Effekt aktiviert sich bei ihm auch. Beziehungsweise die Fähigkeit. Drachroid. Ja, das... Diese Karte dient zum Schutz, aber ich habe gemerkt, dass diese Karte nicht unbedingt hilfreich ist in diesem Deck. Stattdessen vielleicht eine Fallenkarte reinbauen. Dann haben wir die Prinzessin. Sobald die beschworen wird, kriegen wir die Kürbiskutsche auf dem Feld. Und sobald Kürbiskutsche auf dem Feld ist, ist der goldene Schloss safe. Kann nicht zerstört werden und nicht gewählt werden. Das Problem ist, wenn ihr diese Karte beschwert und diese Karte aufs Feld kriegt, könnt ihr die Fähigkeit so gut wie nicht mehr aktivieren. Das ist ein bisschen schwierig. Besonders wenn die Feldzauberkarte auf dem Feld ist. Da haben wir den schönen Cyberstein. Dreimal im Deck. Hier nochmal die Kürbiskutsche. Mystischer Wok. Das ist die beste Zauberkarte für Lifepods generieren schlechthin. Ne? Ihr beschwört das Monster, wo ihr die Fähigkeit einsetzt. Und dann saugt ihr die Attacker oder Death, ist scheißegal, auf und gebt euch die Lifepoints. Nochmal die Feldzauberkarte. Goldener Schloss vom Stromberg. Ihr könnt auch ein Monster spezial beschwören vom Deck. Glasslipper. Die Zauberkarte, die auch wie Maske der Verfluchten wirkt. Machtvolle Wiedergeburt. Ne? Man klärt sich von selbst. Könnt ja irgendein Monster vom Friedhof wieder beschwören. Trank der Zerstörung. So. Da haben wir meine kubische Version von Cyberstein 8800 Plus. Dreimal den kubischen reingemacht. Der Effekt von den kubischen besagt, ne, sobald ihr den beschwert oder spezial beschwert, könnt ihr was mit kubisch, ne, im Deck auf den Friedhof legen. Wer legt da einen von denen wieder auf den Friedhof? Oder ihr legt das auf den Friedhof. Meistens würde ich euch empfehlen, den kubischen auf den Friedhof zu legen, damit sich sein Effekt aktiviert und ihr noch einen kleinen Boost kriegt. Dann haben wir die kubischen Mandala. Sobald ein kubisches Monster von euch ein gegnerisches Monster zerstört, könnt ihr so viele Monster wie möglich von ihm spezial beschwören. Alle kriegen 0 ATK und einmal so eine Zählmarke drauf. Und solange die auf dem Feld liegen, kann der Gegner keine Effekte einsetzen. Gegen ein Jubeldeck. Sehr gut. Kontertor. Einer der besten Fallenkarten, die ich hier reinmachen konnte. Zumal fällt es mir leichter, die Synchro-Beschwörung aufs Feld zu kriegen. Und zum anderen verhindere ich Schaden. Mit machtvoller Wiedergeburt holt ihr ein Monster vom Friedhof wieder aufs Feld zurück. Es kriegt eine höhere Stufe. Und ja, meistens kriegen wir einen zinnoberfarbenen Drachenmech aufs Feld.
Entkräftigungsschild für die Life Points. Trank der Zerstörung für die Life Points. So, auf geht's. Zu unseren Duellwiederholungen. Das ist jetzt die Version mit Stromberg. Immer so schnell wie möglich den Effekt von Trank der Zerstörung aktivieren. Zack. Cyberstein aufs Feld. Ah, gib ihm. Keine Chance. Ja, das war eine schnelle Runde. Und mit Cyberstein muss es auch schnell gehen, ne? Sarah versus Jubel. Na, schauen wir mal. Was habe ich denn da veranstaltet? Meine kubische Version? Zack, zack, zack. Bisschen Damage fressen lassen. Ah. Dieses Deck haben wir als Gegner. Zack. Synchro-Beschwörung! Schrottdrache! Erledigt! Psera vs. Atem. Ah, das ist meine kubische Version mit Super Kopf über Voranstürmen. Ich konnte mir nicht entscheiden, welche Backrow ich nehmen muss, sollte. Ein Tier 1 Deck. Ah. Hier hat mich diese eine Fallenkarte gerettet und die habe ich rausgenommen. Naja. Ah, er darf nicht angreifen. Hold up. Maximilian Pegasus gegen Sarah. Ein Sylvanas steckt gegen meinen kubischen Cyberstein. So, natürlich diese blöde Friedhofseffekte aktivieren, ne? Gott sei Dank die falsche Backrow zerstört. Kubisches Meteorgefäß wieder aufs Feld. Lifepoints kriegen. Gucken, was der Gegner macht. Möchte mir so viel Damage wie möglich reinhauen, ne? Aber es reicht für mich gerade so. Barbaroid!
Vernichten! So, dieses Deck, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat auf jeden Fall Schwächen. Es braucht eine gewisse Zeit, sich aufzubauen. Aber sobald man halt die Life Points bekommen hat, muss der Gegner auch dafür sorgen, dass sie runtergehen. Und wenn er es nicht schafft, einmal den Effekt zu negieren von, also den Effekt komplett zu negieren von Cyberstein, habt ihr meistens die Chance abzuräumen. So, lasst ein Like da, ein Abo, kostet nichts, macht Freude. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Zack, gegen Chess Princeton. Unsere kubische Version. Nee. Wehre mich mit aller Macht. Nee, die Runde habe ich verloren. Glaube ich, ja. So ein Motherfucker, ja. Ja, ich habe mich gut gewehrt, aber er hatte doch die Oberhand gehabt. Wollte ich unbedingt euch zeigen, dieses Match.